In Brüssel arbeiten die NATO-Mitglieder daran, die militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine besser zu koordinieren. Die NATO könnte zukünftig die Organisation des aus rund 50 Ländern bestehenden Gremiums Ukraine Defense Contact Group übernehmen. We are now in the process of developing a more robust and enduring institutionalized framework for support to Ukraine. There are different ways of ensuring that our support is less dependent on voluntary short-term offers and more on long-term NATO commitments, and that we have a stronger organization that creates a more robust framework for our support. EU-Ratspräsident Charles Michel ist am Mittwoch in die rumänische Hauptstadt Bukarest gereist, um dort mit Regierungschefs der Europäischen Union Ziele für die kommenden 5 Jahre zu besprechen. Dort betonte er, dass die Unterstützung der Ukraine weiterhin eine der wichtigsten Prioritäten der EU sei.